Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Skyrim. Wir sind Menschen immer vergangen. noch, nach wie vor, in, ja, wie heißt der Ort? Weißfels? Weißlauf. Ist immer schwierig, mir das irgendwie zu merken. Lass mal kurz gucken, Umgebungskarte. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich raus. Wir sind fertig, soweit hier in Weißlauf. J, verschiedene, sind alle Quests markiert? Ja, sind es. Mein liebster Saufkumpan. Besorgt mal ein wenig mit. Mit dir habe ich doch schon geredet. Ich habe nichts getan. Was? Ihr nehmt einen Goldstock. Warum schaut... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Was ist denn ein Geschenk aus Nächstenliebe? Oder ist das ein Erfolg gewesen? Keine Ahnung, was das gewesen ist. Weiß jemand, was das Geschenk aus dem Nächstenliebe ist? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Also warte mal. Ich habe hier einige gute Stücke. Werft einen Blick darauf. Dietrich, nee. Eisenschild der Blitzresistenz. Das wollte ich eigentlich entzaubern. Keine Ahnung. Das müsste ich da oben im Palast machen. Nevermind, ich hau jetzt erstmal ab. Ich habe mich genug in der Stadt aufgehalten. Ich möchte jetzt endlich mal wieder ein bisschen Action erleben. Ist ja schön und gut. Ja, es ist ja letztlich in jedem Rollenspiel so, dass es Phasen gibt, wo man viel reden muss, viel interagieren mit den NPCs muss und dann natürlich Phasen, wo man eher kämpfen muss. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, welches Target ich mir als nächstes mache. Und ich glaube hier markierter Ort. Was heißt markiert? Warum ist der Ort hier markiert? Keine Ahnung, was das soll. Nach Flusswald. Gott sei Dank können wir da jetzt schnell hinreisen. Achso, jetzt hat es funktioniert. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Was ist das hier? Weisenfels. Achso, bringe Nesselfluch. Ja, Nesselfluch, das würde ich sehr gerne machen. Dafür muss ich aber nach Helgen. Ich glaube, ich hole mir Nesselfluch. Aber erstmal jetzt hier müssten wir irgendwem eine Lektion erteilen, ne? Der ist hier drin. Aus dem Weg, Fremdling. Ich hoffe, dass ich das mit Magie machen kann und nicht wieder mit den Fäusten. Wozu bin ich denn Magier? Ja. Ihr bringt nichts als Ärger. Ich bin hier, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Ihr seid so gut wie tot. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitten seid. Immer diese Faustkämpfe. Ich meine, ich bin Magier. Und muss hier wirklich mit den... Muss hier wirklich mit den Fäusten kämpfen. Ihr seid härter, als ihr ausseht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt, keine Frage. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Schön, ich kümmere mich darum, nur lasst mich bitte in Ruhe. Hallo? Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphin. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hunger. Nee, das ist doch der Falsche. Wo ist denn der Junge, den ich gerade niedergeboxt habe? Bin ich jetzt gerade komplett Mischugge? Wo ist der denn so schnell abgehauen? Keine Ahnung, wo der hin ist.
Er ist das doch, oder nicht? Ja. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ja, das interessiert mich nicht. Ich wurde als Skalder ausgebildet. Wo habt ihr gelernt, so schön zu spielen? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Also ich hab den doch jetzt zu Ende geboxt. Keine Ahnung. Mit wem hab ich dafür jetzt eigentlich eine Questbelohnung also bekommen? Eine Verkleidung? Das ist doch. Entfesselt vor dem Sturm. Ach, ich weiß jetzt nicht. Es ist mir auch egal. Ich habe jetzt den auf jeden Fall jetzt fertig gemacht. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie nichts gebracht. Nix. For fuck's sake. Was soll denn das? Das ist doch scheiße, ist das. Achso, kehre zu Farkas zurück. Ich glaube, das haben wir jetzt doch. Aber meine Güte. So, Wächterstein. Meintet ihr nicht, dass ich hier nochmal zurück, hier nochmal hin soll? Zu dem Wächterstein? I don't know. War es doch, oder? Dieser Wächterstein, oder? Bin ich da jetzt total falsch? Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, hat alle Heimlichkeitsfähigkeiten. Der Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfähigkeiten 20% schneller. Ich glaube, das meintet ihr, ne? Das meintet ihr. Dann haben wir das auf jeden Fall jetzt auch. So, und von hier aus muss ich jetzt irgendwie nach rechts. Hier in diese Richtung. Kann nur hoffen, dass es nicht allzu schnell dunkel wird. Wir sollten auf jeden Fall nicht zu sehr trödeln. So sehr ich es auch mag, hier in der Gegend herumzumarschieren und zu spazieren. So, und jetzt könnten wir hier eventuell schon... Nee. Hier ist richtig. Diese Richtung. Ach, natürlich. Ich habe ja wieder die Magie nicht angelegt. Was ist denn das? For fuck's sake. So. Ja, den kriege ich jetzt auch nicht mehr. Scheiße. Das darf doch echt nicht wahr sein. Manchmal kommen die ja auch echt, dann kommen die auch echt gut. So, hier müssen wir rechts. Und ich hoffe, dass das dann dieser Weg hier auch ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber eigentlich muss es das sein. Das ist doch auch der Ort, wo wir hingerichtet werden sollten, oder nicht? So viele Pflanzen und Kräuter zum Einsammeln. Komischerweise habe ich das Gefühl, es gibt in dieser Gegend sehr, sehr wenig Wildtiere. Und vor allen Dingen wenig Wildtiere, die aggressiv sind. Viele friedliebende Wildtiere, meinetwegen. Hier mal ein Fuchs oder hier mal Rotwild. Aber die hauen ja sofort ab, wenn du die angreifen möchtest. Aber nichts Feindliches. Irgendwie kein Bär oder sowas. Ach du Scheiße. Ja, vom Drachen komplett zerstört hier. Oh. Von Banditen heimgesucht. Ach nee. Magier.
Und ich frag mich, was kuckelt mich hier die ganze Zeit an? Okay, bringt keinen Mehrwert. Okay. Hier muss ich allerdings speichern, weil hier könnte es gefährlich werden. Vor allen Dingen, weil wir hier auch durch müssen. Sich hier echt die Banditen haben breit gemacht, ne? Will ich da wirklich rein? Ich guck mal ganz kurz rein, aber ich denke, ich werde sofort wieder rausgehen. Hier waren wir doch auch schon. Keine Ahnung, ich hau hier auf jeden Fall wieder ab. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da soll. Also, keine Ahnung. Ich habe es auch schon wieder ein paar Mal zu oft, keine Ahnung, gesagt. Aber ich habe halt auch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich möchte hier einfach nur schnell durch. Frage ist nur, wie ich hier schnell ankomme. Ich hätte hier gar nicht reingehen sollen, glaube ich. Ne? Ich muss ja da hinten. Da ist es, glaube ich, am besten, wenn ich an der Seite vorbeigehe. Wundert mich, dass es nur 3 Banditen hier waren. Guck mal, da haben wir sogar einen Wegweiser. Ivarstedt. Felgen. Riften. Das sind wahrscheinlich die englischen Namen. Ich habe hier die deutschen Übersetzungen. Ich hätte vielleicht auch auf Englisch spielen sollen. Aber mein Englisch ist nicht so gut, dass ich dann irgendwelche komplexen Quests dann doch irgendwie ohne weiteres verstehen würde. Wobei man das meiste im Englischen ja spätestens aus dem Zusammenhang begreift. Aber, ja. Ich habe es auch einfach vergessen, es auf Englisch zu stellen. Es ist genau das Gleiche. Ist mir letztens auch aufgefallen. Ich hatte eigentlich alle Staffeln von Game of Thrones, jetzt wo wir gerade schon bei diesem Thema irgendwie Mittelalter oder keine Ahnung, Game of Thrones ist ja irgendwie ähnlich von der Stimmung her wie Skyrim, finde ich. Ich hatte alle Folgen Game of Thrones immer auf Englisch gesehen, eigentlich meist mit englischem Untertitel, weil die meistens so schnell sprechen, dass man es dann irgendwie dann doch noch im Untertitel haben möchte. Aber die letzte Staffel habe ich dann auf Deutsch gesehen und mir ist es gar nicht aufgefallen. Da lag so ein langer Zeitraum zwischen, dass ich die zwischen der 6. und der 7. Staffel, also ich habe die 7. Staffel erst vor ein paar Wochen oder so gesehen. Und ich hatte davor halt immer auf Englisch geguckt und dann die Staffel auf Deutsch, weil ich halt irgendwie auf Blu-ray geholt hatte. Und dann habe ich erst ganz am Ende gecheckt, hey, ich habe das Ganze ja auf Deutsch geguckt. Das war irgendwie ein bisschen skurril. Ich eigentlich von den Stimmen her an... Oh. What the... Fuck. Weil ich eigentlich ja an die englischen Synchronstimmen gewöhnt war. Boah, die geht in den Nahkampf. Richtig mies. Richtig fiese Kreaturen. Irgendwas, um meine Magika aufzufüllen? Boah, ey.
dauert hier Ewigkeiten, bis man das mal aufgefüllt hat, so. Oh! Das hätte ich mal nicht tun sollen. Das war ja mal eindeutig ein Fluch oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Liebe Leute, ich mache hier an dieser Stelle auch eben erstmal kurz einen Cut. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns mal um diesen komischen Ort hier, um weisen Felsen. Und hier müsste es irgendwo dann auch Nesselfluch geben, das wir zurückbringen sollen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.